Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, zum Thema nachgefragt und nachgeforscht. Und ihr seht, ich habe ein bisschen was aufgebaut. Und zwar wollen wir uns heute mal mit der Frage beschäftigen, weil in manchen Computerspielen, wie also Survival-Spielen wie Atlas, Ark, The Forest, kann man ja mit Hilfe von Bären Färbemittel herstellen. Und wir gehen der Sache heute auf den Grund. Habt ihr schon mal was vorbereitet? Habe einen heimischen Stock gesucht, dann müssen wir als erstes mal entrinden, weil sonst wird es nicht. Immer schön aufpassen, immer schön vom Körper weg. Ne? Also ich weiß nicht, ob das schon in die Kategorie Buschkraft fallen kann. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der Anstrengung wegen dem Kiefer. Gar nicht so leicht. So. Wichtig ist, dass ihr dazu unbehandeltes Holz nehmt. Das ist schon ein bisschen trocken, das Ding. Schön, dass wir das Holzhalle kriegen hier. So, also nochmal teilen. Damit wir das auch probieren können. Gibt eine schöne Sauerei, kann ich dann wieder die Küche aufräumen. So, ich denke mal, das reicht. Das werden wir dann mal noch nehmen. Das Buschkraftmesser, wenn es nochmal in Einsatz ist, die nächste Zeit hier. Ich denke, das langt dann zum Testen. Ja, hab ich ganz schön das Sauerei fabriziert. So. Das müssen wir noch ein bisschen wegmachen, das Grau. So. Jetzt nehmen wir hier die Märcherei. In dem Fall ist es aufgeteilte Beeren. Das haben wir hier: eine Brombeere, eine Himbeere, Johannisbeeren und Heidelbeeren. Ja, dass der Saft hier drin ist vom Aufteilen. So, wir probieren das mal aus. Also unbehandeltes Holz, ne? Ein handelsüblicher Stock, den man draußen findet. So, essen kann man das Zeug natürlich nicht mehr, sonst. Deswegen matsche ich nicht so viel mit den Lebensmitteln rum. Also umso mehr Beeren man nimmt, desto dadurch besser die Konsistenz, und ihr seht, es funktioniert. Wir werden das mal ein bisschen abtupfen. Es funktioniert. Also man kann das machen, tatsächlich. Jetzt nehmen wir mal noch eine dunklere Beere, das ist eine Heidelbeere. Mein Gott, das sind alles Richtung rötliche Früchte hier. Und eine, es gibt eine ganz schöne Sauerei. Was auch gut geht, für eine Schwarzfärbung habe ich mir sagen lassen, ist Holzkohle, also aus der Asche vom Lagerfeuer. Aber das kann ich euch schlecht zeigen, weil hier ein Stück Holz im Kocher abfackeln auf dem Balkon in der Wohnung ist eher unangemessen. So, ihr seht, es funktioniert. Natürlich, weil jetzt durch das Gefrieren sehr viel Wasser hier drin ist, ist die Konsistenz natürlich von der Farbe her nicht so deckend. Also wenn ihr mehr Beeren von einer Sorte nehmen würdet, theoretisch gesehen. Können Sie mal in die Kommentare schreiben, ob ich da recht habe, wer da was weiß. Müsste es dann dunkler werden. Ja, und damit ist bewiesen, es funktioniert. Man kann als Naturmittel Beeren in dem Fall Färbemittel herstellen.
Ja, das soll es auch mit diesem Kurzvideo gewesen sein. Das danke an alle Abonnenten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.